Liebe Freunde des guten Geldes, herzlich willkommen zu einer neuen World of Value Talk-Ausgabe aus aktuellem Anlass hier aus Kirlach im Rahmen des Roland Bader Treffens 2023. Ich sitze hier mit dem Roland Bader Preisträger 2023. Ralf Lier, du kriegst gleich die Auszeichnung überreicht. In einigen Stunden ist es soweit, also ich habe eigentlich schon fast vorweggegriffen, dass du in wenigen Stunden der Roland Bader Preisträger sein wirst. Und das hat sehr, sehr gute Gründe, weshalb du nominiert bist und ausgezeichnet wirst. Denn nicht nur, dass dein Magazin, der Smart Investor, mittlerweile schon 20 Jahre alt wird, sondern du bist ja auch einer der Pioniere im deutschsprachigen Raum, der die Ideen der österreichischen Schule der Nationalökonomie, also Hayek und Mises, in die Investmentstrategien, in Investmentphilosophien mit eingebaut hast. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, zu sagen, eigentlich gehört ja die österreichische Schule noch dazu, wenn wir über Geldanlage sprechen? Ja, vielen Dank für deine netten einleitenden Worte. In der Tat liegt es nicht auf der Hand. Also wir haben gestartet als ganz normales Investmentmagazin, eben genau vor 20 Jahren. Und ich bin dann etwa um das Jahr 2006, 2007, bin ich auf die österreichische Schule erst gestoßen. Und ich habe dann erst eigentlich entdeckt, dass es da eine Theorie gibt zu dem, wie ich ohnehin schon gedacht hatte. Ja. Und das war so ein Pling-Effekt für mich. Übrigens hat uns unser gemeinsamer Freund Christoph Berking darauf gebracht. Bei einem Hayek-Club-Abend in Hamburg. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und erst 2009, es war im Juli 2009, also heute exakt vor 14 Jahren, haben wir die erste Ausgabe mit einem Titelbild österreichische Schule gebracht, aber Hayek und Mises vorne drauf. Und ab der darauffolgenden Ausgabe, ab der August 2009 Ausgabe, ja, haben wir dann mit der ständigen Rubrik österreichische Schule bei uns gestartet. Und das ist nämlich genau die Ausgabe, mit der ich auf euch aufmerksam geworden bin. Diese 2009 Juli-Ausgabe, das war mein erster Smart Investor. Da lag nämlich bei den Freiheitsfreunden in Berlin, lag diese Ausgabe aus. Und das war der Moment, wo ich den Smart Investor begonnen habe zu abonnieren. Das also Juli, ich gar nicht. Juli 2009. Ja. Und genau, also, und ab dem haben wir eine regelmäßige Rubrik bei uns im Heft. Das heißt, wir schreiben mindestens in einem Artikel über österreichische Schule irgendwelche Aspekte und Facetten davon. Teilweise auch noch mehr. Wir hatten dann auch immer wieder mal eine Titelgeschichte. Wir haben ja auch 2011 vor allem die Sonderausgabe Gutes Geld, die ja auch der Christoph Berking federführend damals gemacht hat, wo im Prinzip alles um ein wirklich gutes Geld, als Sound Money, wie die Amerikaner sagen, erklärt wird, von A bis Z auf 130 Seiten. Ja, ist mittlerweile schon ausverkauft, aber elektronisch haben wir es noch verfügbar. Legendär. Ja. Das ist ja auch meine Begrüßung immer, liebe Freunde des guten Geldes, auch der Titel dieses Magazins. Also wer es noch nicht hat, vielleicht kriegt man irgendwo nochmal antiquarisch, auch wirklich zeitlos. Ja. Hast du mal die Möglichkeit gehabt, mit Roland Bader direkt ein Interview zu machen? Hattest du mit ihm irgendwie mal Kontakt? Ja, wir hatten, also direkt persönlich habe ich ihn nie getroffen. Mhm. Ja. Das war, weil ich ihn natürlich auch in seinen letzten Lebensjahren erst wirklich kennengelernt habe, aber da nur telefonisch. Wir hatten gute Gespräche, lange Gespräche. In den allerletzten, ich sage mal, ein, zwei Jahren seines Lebens. So 2011, 2012. Genau, da war es dann schon schwierig. Also da habe ich auch gemerkt, wenn Telefonat, dann wollte es kurz halten und so weiter. Einmal wollte ich mich bei ihm sozusagen einladen, aber da hat er gesagt, lieber nicht, ich bin nicht so gut drauf. Ja, habe ich natürlich akzeptiert, keine Frage. Und die Einladung hätte wahrscheinlich dann auch hier stattgefunden. Wahrscheinlich, im Kaffee am Kreuz in Kirlach, weil das hier sein Stammlokal war. Genau. Und übrigens haben wir hier auch sein Rotwein, seinen Stammrotwein, den Grinell. Ah, okay. Den hat er immer getrunken. Also viele, viele kleine Erinnerungen auch hier an Roland Bader. Tatsächlich haben wir aber zwei Interviews miteinander gemacht. Ein legendäres, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, 2007 etwa, das hieß als Titel Ozeane aus Scheingeld, so in der Art. Und ich habe die nochmal gelesen anlässlich des Events heute und ich muss sagen, grandios, was der damals vom Stapel gelassen hat, als ob er gewusst hätte, wo das ganze Schiff hinfährt. Ja, das sind Dinge, wo man immer wieder ein Aha-Erlebnis hat, wenn man 20, 30 Jahre alte Bücher von Roland Bader liest. Ja. Und je mehr man sie liest, desto mehr fängt man an zu verstehen und auch diese Prophetie, die dieser Mann hatte, also wirklich sagenhaft. Und das merkt man ja auch bei der Resonanz hier in Kirlach. Wir können uns ja vor Teilnehmern überhaupt nicht retten, mussten jetzt sogar auch eine Bremse einziehen. Natürlich, genau. Aber lass uns doch mal konkret auf die Kapitalmärkte kommen. Wie muss man sich das konkret vorstellen, dass die Ideen der österreichischen Schule jetzt in die Kapitalanalyse einfließen?
können vielleicht mal so an einzelnen Asset-Klassen mal versuchen zu erklären, wie du da vorgehst. Ja. Also im Prinzip muss man natürlich, die Grundprämisse ist, dass in einem Fiat-Geldsystem, in dem wir nun mal sind und was ja den Österreichern diametral entgegengesetzt ist. Fiat-Geld, also ungedecktes Geld, das aus dem Nichts geschöpft wird, Chiralgeldsystem. Genau. Dass in einem solchen Geldsystem natürlich immer ein monumentaler Effekt vorherrscht und das ist die Inflationierung. Der zur Geldentwertung führt, also das ständige Drucken des neuen Geldes. Und dadurch ist es so, dass ich eine Zweiteilung bekomme in den Assetklassen, nämlich die einen, das sind die geldwertorientierten Assetklassen, wie Anleihen zum Beispiel oder Geld auf dem Konto, und die sachwertorientierten. Und die sachwertorientierten haben eben den Mechanismus implizit drin, dass die mitsteigen mit der Inflation. Das heißt, ich muss mich tendenziell von den Geldwerten weghalten und hin zu den Sachwerten. Das ist schon mal die erste Oberregel sozusagen, also keine Anleihen. Ja. Es ging auch eine Zeit lang gut, wir waren natürlich viel zu früh Warner bei den Anleihen, aber wie wir jetzt in den letzten 2 Jahren ungefähr gesehen haben, das kann auch brutal in die andere Richtung gehen. Das sind im Prinzip Zinseinnahmen von 10, 15 Jahren, hat's in ein paar Monaten sind die verpufft. Also das ist schon mal die Regel Nummer eins. Und dann gibt es natürlich innerhalb der Sachwerte wieder zig verschiedene andere, die wir auch nach und nach immer wieder auch bei uns im Heft behandeln. Nehmen wir mal die Immobilienmärkte. Da waren wir die Warner, weil das natürlich eine Blase ist. Mhm. Tendenziell würde ich sagen, die Immobilie ist nichts Schlechtes, wenn ich den Staat nicht gegen mich habe. Und wie wir ja unter anderem mit dieser unsäglichen Heizungsdiskussion jetzt gerade sehen, der Staat ist nicht auf unserer Seite und nicht auf der Seite der Immobilienbesitzer. Und er kann sich auch noch viele andere Schweinereien einfallen lassen, um Immobilienbesitzer zu drangsalieren. Also insofern würde ich sagen, Immobilien haben zumindest in Deutschland ihren Zenit überschritten. Und hier geht es in die andere Richtung. Ja. Teilweise haben wir -30% von den Höchstkursen, sehen wir schon bei den Immobilienpreisen. Also bin ich kein Fan davon. Aber war lange Jahre natürlich eine super Sache, muss man auch sagen. Ja. Dann haben wir, Anleihen habe ich schon gesagt. Gold ist das aus meiner Sicht Nonplusultra. Das Thema schlechthin, auch hier die Verbindung zu Roland Bader, der auch in den 80er Jahren ja schon ein Buch geschrieben hat, Anlagestrategie, Thema Gold. Ja. Gold, vielleicht auch Silber. Ich habe mit Gold den unschlagbaren Vorteil, dass ich es aus dem System rausnehmen kann. Das kann ich fast mit keinem anderen Asset, auch keinem Sachasset, kann ich das machen. Immobilie, da gibt es ein Grundbuch, Aktien, gibt es ein Depot und so weiter. Also ich kann sozusagen überall nachvollzogen werden. Gold kann ich, wenn ich es will, ich kann es natürlich auch im System lassen, aber ich kann es rausnehmen. Das ist ein Riesenvorteil aus meiner Sicht. Ja. Und insofern zieht sich bei uns auch die Edelmetallanlage immer wieder durchs Heft durch. Ja. So viel, dass einige Leser, die nichts damit anfangen können, die haben auch schon mal gekündigt, weil sie gesagt haben, mein Gott, ihr schreibt ja nur über Gold. Ja, aber das ist für uns einfach Nummer eins. Theoretisch könnte man jetzt noch den Bitcoin mit dazu nehmen, der auch einige Eigenschaften des Goldes hat, aber eben auch nicht alle. Er hat keine Deckung in der physischen Welt. Dafür ist er völlig, wie soll ich sagen, im luftleeren Raum. Gold muss ich immer irgendwo eine Lagerung mich drum kümmern. Das muss ich beim Bitcoin nicht, der ist irgendwo. Ja. Es hat auch mit Dezentralität natürlich zu tun, das ist wieder ähnlich wie beim Gold. Also es gibt mal eine Gemeinsamkeit, ich tendiere eher zum Gold. Ja. Ich kann mit diesem fiktiven, im Äther schwebenden Geld sozusagen nicht so viel anfangen. Aber das ist eine Geschmackssache auch. Ja. Haben wir noch eine Asset-Klasse vergessen? Ja, aber das ist auch genau das, was ich am Smart Investor die letzten Jahrzehnte, kann ich schon fast sagen, geschätzt habe. Diese nüchterne Analyse mit verschiedenen Asset-Klassen, ohne irgendwelche politisch korrekten, voreingenommenen Gedanken zu haben, sondern dass man einfach überlegt, was funktioniert, was funktioniert nicht und gegebenenfalls vielleicht auch mal gegen seine eigenen Überzeugungen sagt, das Investment muss ich jetzt einfach mal machen, weil da kann ich Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Stärken des Smart Investors, was man, glaube ich, in wenigen anderen Magazinen so finden kann. Ja, Ralf, ein großes Thema des Smart Investor, was ja auch, sag ich mal, auch selbst im Mainstream großen Widerhall gefunden hat, war das Thema der Crack-Up-Boom. Was ist das genau und welche Relevanz hat das heute noch, die Crack-Up-Boom-Theorie von Ludwig von Mises? Ja, ist ein spannendes Thema und ich bin tatsächlich über Ludwig von Mises draufgekommen und ein Leser von uns hat mich darauf gebracht. Ich hätte es sonst gar nicht wahrgenommen, weil das nur eine kleine Passage in den Mises-Büchern drin ist. Es hat damit zu tun, es ist eigentlich kontraintuitiv, dass wenn das System sozusagen in die Kollapsphase übergeht,
dass dann der Staat im Prinzip versucht, über seine Zentralbanken so viel Geld zu drucken, um noch das Allerschlimmste zu retten. Was natürlich à la longue dann sowieso nicht mehr geht, aber er versucht es in diesem Moment. Und es kommt so viel Geld in die Märkte rein und die Menschen sind so desillusioniert, weil sie sich bewusst werden, dass das Geld, was sie haben, dadurch entwertet wird, dass sie im Prinzip ihr Geld eintauschen, ganz schnell in irgendwelche Sachgüter. Das können Aktien sein, das kann aber auch Kartoffeln sein oder sonst ja. irgendwas. Oder Gold auch von mir aus. Und in dieser Phase passiert es dann, dass Aktienmärkte zum Beispiel, aber auch Gold und Silber, durch die Decke gehen in der sich gerade entwertenden Währung. Das heißt, real musste ich da gar nicht viel tun, aber wenn ich den Kurschart mir anschaue, dann geht es durch die Decke. Das sind diese typischen Kurse von 1923, wo alles steil nach oben geht. Oder Simbabwe, die hatten auch einen Crack-Up-Boom. Oder Argentinien oder Türkei auch im Prinzip. Ja. Wir haben bei uns eine Aktie, die wir verfolgen, die heißt Koç Holding. Das ist eine türkische Riesenfirma. Ja, ja. Da geht der reale Kurs so und der Aktienkurs geht so. Ja. In deren türkischer Lire-Währung. Das ist der Crack-Up-Boom. Und da, das ist aber das Zeichen dafür, dass ein System sozusagen gerade dabei ist, an die Wand zu fahren. Spannendes Thema. Das gilt es auf jeden Fall im Auge zu behalten, den Crack-Up-Boom. Das heißt, ich kann jedem nur empfehlen, lest den Smart Investor, um hier auf dem Laufenden zu bleiben, wie es weitergeht mit dem Crack-Up-Boom. Ja. Ralf, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, nochmal kurz vor der Auszeichnung jetzt. Gerne. Und wir haben ja die Möglichkeit, uns dann schon am 15. Juli wiederzusehen beim Alpha-Trio im Grand Falkenberg in Königstein oder am 30. September in Frankfurt zur nächsten World of Value-Konferenz. Entweder da oder da. Wir werden uns wiedersehen. Danke für die Zeit und auf bald.